Was ich generell am Handwerk schön finde, ist, dass man halt nach einem Arbeitstag ein Ergebnis seiner Arbeit in der Hand hat, das man anschauen kann. Und dass man halt Dinge schafft, die das Leben bereichern und verschönern. Mein Name ist Katrin Adam, ich bin Goldschmiedin. Ich habe 1997 das Lernen angefangen. Ich habe es bis heute nicht bereut, weil es ein wunderschöner Beruf ist, in dem man lebenslänglich was lernen kann und immer wieder neue Sachen ausprobieren. 2004 habe ich mich als Goldschmied selbstständig gemacht, erst mit einer kleinen Werkstatt im Wohnhaus. Und 2013 habe ich dann meine neue Werkstatt herunten mit dem Bau begonnen und 2014 bin ich eingezogen und da habe ich halt auch in der Gestaltung so mit der eigenen Lampe und mit den selber geschmiedenen Fensterläden schön mich verwirklichen können und mein Arbeits- und Lebensumfeld mitgestalten. Da wird es mit der Flamme geschmolzen und in die Eisenform gegossen, dass man den Rohling für die Weiterbearbeitung in der Walze kriegen. In der Walze bringen wir das Ganze jetzt einmal auf einen Vierkant. Jetzt wird der Ring rund gebogen und die Kante, die Anstoßkante, an der er verlötet wird, muss man dann nochmal durchsägen, dass es sauber ist und dass es möglichst nah aneinander ist. Jetzt machen wir eine Struktur auf die Oberfläche mit einem sogenannten Strukturhammer. Jetzt wird die Innenseite des Rings bombiert, das heißt an der Kante links und rechts wird Schräge weggenommen, damit man eine Rundung kriegt, dass der Ring angenehm zum Tragen ist. Abschließend wird der Ring jetzt noch innen und auf der Seite am Poliermotor hochglanzpoliert.